Wissen Sie, wie groß der geschätzte Schaden durch Fake News ist? Wie gesagt, ist nur eine ungefähre Schätzung und wird noch sehr zurückhaltend sein. Weltweit geschätzte 80 Milliarden Euro. Und wenn es um Fake News und Desinformation geht, ist das Risiko bei den Social-Media-Plattformen am höchsten bei Facebook. Das hätten viele vielleicht auch gedacht. Wir möchten in unseren ersten Panel-Block gehen und da gibt es einen ersten Impuls. Sie ist die Chefin sozusagen der Landesvertretung. Sie ist die Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Europa und Medien, Heike Raab, Staatssekretärin. Und sie wird einen ersten Impuls geben für unser Panel zur Bedeutung von Kinder- und Jugendmedienschutz für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für Demokratie. Bitte schön, Frau Raab. Einen schönen guten Tag nach Berlin und ich grüße Sie ganz herzlich, lieber Herr Appelmann. Ich grüße aber auch Sie, lieber Albrecht Beer. Freue mich, dass ich Herrn Dr. Greisig schon gesehen habe und gehe ganz stark davon aus, dass neben diesem gelben und roten Stuhl auch im Publikum der Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz, nämlich Marc-Jan Eumann, auch sitzen wird. Und ich grüße alle Sie ganz herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wäre einerseits wirklich sehr, sehr gerne bei Ihnen in Berlin, sehe aber hinter der Kulisse, dass es in Berlin regnet und ich bin heute in Mainz, wo wir auch die Digitalmesse, Mainzer Digitalmessen Metcon haben und hier scheint die Sonne. Insofern, wegen der Gesellschaft mit Ihnen wäre ich sehr gerne da, aber das Wetter, wenn wir nachher aus dem Symposium rauskommen, wird bei Ihnen hoffentlich heute noch so gut, wie es hier in Mainz, im goldischen Mainz schon ist. Die Medienpolitik ist quasi auf der Tagesordnung und nicht nur dann, wenn Intendanten als Privatleute im Überseeclub auftreten, sondern dieses Motto, mein Feld ist die Welt, das würde auch sehr gut auf den Jugendmedienschutz passen. Und damit will ich die Medienpolitik auch wirklich auf die Bühne heute hier heben. Denn das, was an medialer Weiterentwicklung passiert, seit vielen Jahren passiert, das ist eben die ganze Welt, die das Internet, die Plattform, die Social Media zu uns nach Hause gebracht hat und die gerade Kinder und Jugendliche wegen ihrer digitalen Affinität auch ganz stark nutzen. Und das ist an einem Tag, wo wir wissen, dass heute auch Twitter in eine neue Phase eintritt. Elon Musk hat heute nicht nur Kündigungen ausgesprochen, scheint auf das ganze Unternehmen völlig anders auszustellen. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass wir heute über den Ist-Zustand reden können, Gefahren in einer abstrahierten Form uns vornehmen müssen, aber eben den Blick auch so weit weiten müssen, dass wir diesen Stresstest, unter dem wir in der Medienpolitik stehen und dem, unter dem Sie aber auch als Jugendschützerin und in der Medienpolitik Verantwortliche, als Reguliererin und Regulierer und viele stehen. Und lassen Sie mich vielleicht zum Eintritt diesen Stresstest einmal kurz zu skizzieren. Ich meine damit natürlich das große Thema der Freiheit und Unabhängigkeit in den Medien, für die wir insgesamt gute Rahmenbedingungen brauchen. Und ich bin Herrn Dr. Greisig dankbar, dass er eben einige Punkte erwähnt hat, nämlich den europäischen Rechtsrahmen, der mit DSA und jetzt vielleicht auch bald mit dem European Media Freedom Act eine Ergänzung erfährt und wo man natürlich versucht, dieses große Rad zu drehen, wo wir aber aus deutscher Perspektive eine besondere Sicht darauf werfen, wie Freiheit und Unabhängigkeit aussieht. Und das bedeutet, für uns in Deutschland ist Freiheit und Unabhängigkeit immer auch Staatsfreiheit, frei von politischer Ideologie, frei von politischer oder wirtschaftlicher Einflussnahme. Und dieses ist ein entscheidendes Moment, weil Safeguarding Freedom und selbstbewusstes Aufwachsen auch in einer bestimmten Art und Weise gelebt werden muss, auch in der Politik und in der ganzen Denke. Und den Stresstest will ich dennoch aber eingrenzen, denn in den letzten beiden Jahren, wenn wir über Corona, Krieg und Krise
Das sind drei ganz andere Cars, als wir die in der Vergangenheit schon mal kennengelernt haben. Dann will ich neben der Freiheit und den Drucken auch noch aufnehmen, dass ich vergangene Woche von einer ARD-Korrespondentin hörte, dass ein ARD-Team zu den Montagsdemos, die wir jetzt auch vielfach im ganzen Bundesgebiet wahrnehmen, dass hier Teams nur noch mit Personenschutz auf die Straße gehen. Wir haben vielleicht gedacht, das geschieht nur, wenn man wie Auslandskorrespondenten in Kriegsgebieten mit Sicherheitswesten tätig sein muss, nur dort, wo Krieg herrscht. Aber dass man selbst im innerdeutschen Gefüge so unter Druck geraten kann, ist eine ganz besondere Herausforderung, gegen die wir uns wenden und wo wir Journalistinnen und Journalisten unter Schutz stellen. Heute haben wir aber einen anderen Fokus, nämlich den Jugendmedienschutz. Und unsere Kinder und Jugendlichen, die sind einerseits total clever, sie sind total fit, sie nutzen alle möglichen Angebote, das sind beileibe nicht immer nur Informationsangebote auf allen Kanälen. Sie sind super aktiv, sie sind engagiert von Fridays for Future bis hin in anderen Bereichen, aber manchmal ist eben, und Sie haben die Schwierigkeit herausgestellt, Herr Appelbaum, eben auch, wissen Sie, wie viel Fake News und Desinformation da ist. Es ist Trash unterwegs, es sind Verschwörungstheorien unterwegs. Es werden auf Telegram beispielsweise Channels angeboten, die hier ein völlig anderes Meinungsbild darlegen. Wir erkennen die große Macht der Influencerinnen und Influencer, die mit ihren Einflüssen auch eine ganz besondere Wirkung auf junge Menschen haben. Und ich will ein anderes Thema ansprechen. Wir erleben auch eine Jugend, die mit einer ganz besonderen Form der Sexualisierung von vielen, vielen Themen unterwegs ist. Und ich bin den Landesmedienanstalten dankbar dafür, dass sie auch gegen diese Pornoplattformen jetzt wirksame Mittel einsetzen konnten. Das auch zeigt, dass unser deutsches Medienregulierungssystem in der Staatsferne auch funktioniert und geeignete Antworten eben auch geben kann. Aber gerade dieses Thema der Sexualisierung von Medien ist ein sehr gutes Beispiel, das uns in der Fortentwicklung vom Jugendmedienschutz auch einen muss. Das uns eben einen muss in der Frage der Justierung, haben wir einen kohärenten Rechtsrahmen? Haben wir genügend Instrumente an der Hand? Wie ist die Durchwirkungskraft von der europäischen Ebene über das deutsche Medienrecht hin zu den Regulierern? Heutzutage ist gerade bei dem Thema Pornografie selbst jüngsten Menschen der Zugang so erleichtert worden, dass wenn ich Sie, lieber Albrecht Behr, einfach mal ansprechen darf, weil ich weiß, wie Ihr Alter ist und meines ist, das wäre in unseren Kindertagen überhaupt nicht möglich gewesen, an solche Angebote in einer Form heranzukommen, weil es sie in digitalisierter Form nicht gab. Und das war, was gab, das lag in den Regalen so hoch, dass Kinder es auch gar nicht sehen konnten. Das ist in der digitalen Welt nicht mehr möglich. Und deshalb müssen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ganz besonders in den Blick nehmen, um ihnen eben auch ein Aufwachsen in einer geschützten Welt, in einer reflektierten Welt zu ermöglichen. Und gerade diese Gruppe ist ja durch die Corona-Pandemie noch mal viel mehr durch die Kontaktbeschränkungen, durch digitalen Unterricht noch mehr ins Digitale überführt worden und noch weniger in den persönlichen Austausch zu Pädagoginnen und Pädagogen, zu den Medienkompetenztrainern, zu Scouts, zu all diesen Angeboten. Und die Plattformen von TikTok bis Insta haben manchmal mehr das Leben bestimmt als der Schulalltag. Und viel zu oft mussten Kinder, auch selbst wenn die Eltern im Homeoffice waren, in den letzten 2 Jahren unbegleitet und allein mit der Bewertung zurückgelassen werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Instrumentenkasten haben. Deshalb bin ich auch der KJM und auch den vielen Kompetenztrainern so dankbar, ClickSafe dankbar, dass sie eben aufzeigen, wie Medien funktionieren, wozu sie gebraucht werden,
wie man Inhalte bewerten kann, wie man sie einordnen kann, ja, und wie einfach Medien gemacht werden. Das geschieht, indem Radio erklärt wird, aber indem eben auch die Wirkweise der Social-Media-Angebote klargestellt wird. Was müssen wir aber noch tun, um Kindern und Jugendlichen selbstbestimmte und gleichzeitig altersgerichtete und altersgerechte Mediennutzung zu ermöglichen? Klar, Medienkompetenz, das ist ein maßgebender Schlüssel. Da sind wir uns einig und da können wir nie genug tun. Und ich bin sehr froh, kann hier aber überwiegend aus der rheinland-pfälzischen Perspektive eben sagen, dass wir das frühzeitig als Querschnittsaufgabe erkannt haben, Landesmedienanstalt, dass aber auch Demokratietage eingerichtet werden, dass unser Bildungsministerium hier mit gemeinsam das Programm Medienkompetenz macht Schule sehr erfolgreich umgesetzt hat. Aber Medienkompetenz ist nicht alles. Deshalb denken wir auch darüber nach, ob nicht auch technische Mittel des Jugendmedienschutzes eingesetzt und fortentwickelt werden sollten. Man kann Eltern sehr viel zumuten, man kann Pädagoginnen und Pädagogen auch sehr viel Verantwortung überstellen, aber alles ist nicht immer möglich. Und der Jugendmedienschutzstaatsvertrag bietet hierzu bereits einige Optionen für Anbieter, die auch für große Anbieter attraktiv sind. Aber wir glauben sehr, dass wir hier uns fortentwickeln sollten und dass wir hier noch weitere Angebote in den Blick nehmen sollten. Denn wir haben festgestellt, dass weitere Regeln, die es erleichtern würden, hochwertigere Angebote auf Endgeräten leichter auffindbar zu machen, wie wir sie mit dem Medienstaatsvertrag ermöglicht haben, dass sie, die Landesmedienanstalten, nun helfen, über entsprechende Public Value Listen gute Angebote, ich nenne sie jetzt mal so, die mit Public Value Wert leichter auffindbar zu machen. So muss es auf der anderen Seite erschwert werden, an andere Hindernisse ranzukommen. Wir sind hier mitten in der Diskussion und ich sage auch bewusst, wir haben eine Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages zur Diskussion gestellt. Wir sind jetzt in der Auswertung. Es ist uns aber seitens der Landespolitik auch daran gelegen, einen kohärenten Rechtsrahmen zu entwickeln. Und wir müssen gemeinsam nach den besten Lösungen streiten und danach suchen, damit hier eine allgemein akzeptierte Lösung auch gefunden wird. Und daran arbeiten wir. Und dazu lade ich herzlich ein. Danke jetzt an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass wir in der Diskussion das vertiefen können. Vielen Dank.